Hallo und herzlich willkommen und direkt mal eine ganz wichtige Frage vorweg. Wer von euch hat schon wieder vergessen, ein eigenes Kabel mitzubringen? Ich kann heute mit euch auf der Cactus in Leipzig live über das Thema reden, wegen dem wir eigentlich überhaupt alle gekommen sind, nämlich endlich Michael Graf persönlich kennenzulernen. Ich meine natürlich LAN-Partys. Wir wollen darüber sprechen, warum LAN-Partys eigentlich so verdammt viel Spaß machen, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Und wir teilen mit euch natürlich unsere besten und schlimmsten LAN-Party-Geschichten und exklusiven Tipps. Da bin ich natürlich nicht alleine für, sondern ich habe zwei wunderbare Gäste hier, die immer genug LAN-Kabel und Snacks für alle mitgebracht haben. Und zum einen darf ich begrüßen den lieben Benedikt von MeinMMO, den ich intern normalerweise den bärtigen Benedikt genannt habe, aber seit er seinen Bart nicht mehr hat, strahlen seine anderen Qualitäten umso mehr. Dankeschön. Und auf der anderen Seite darf ich begrüßen den lieben Marc von MeinMMO, der mir auf Twitter mal geschrieben hat, dass er eigentlich davon träumt, mal mit mir in einem Podcast zu sitzen, weil er gern hören möchte, wie ich ihn eigentlich einleiten würde. Das ist mir zu viel Druck, deswegen mache ich es ganz knapp, aber ich halte es auch wahr. Hallo Marc, du bist sehr cool. Hi, du auch, danke. Ich hatte das tatsächlich schon vergessen. Ich habe Benedikts Bart geklaut und hier bin ich. Jetzt wisst ihr. Das hast du. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Ja. Wir sind heute hier, um über LAN-Partys zu sprechen und da müssen wir, wie so oft bei so vielen Themen, erstmal beim Urschleim anfangen, nämlich bei der Frage, was sind eigentlich LAN-Partys, was macht eine LAN-Party aus? Weil vielleicht sind ja auch Leute heute hier oder schauen zu, die noch nie eine LAN-Party erlebt haben und für die das jetzt ihre LAN-Party-Entjungferung ist. Ja, LAN-Partys sind eigentlich so ein großes Get-Together, würde ich sagen. Man trifft sich halt mit Freunden und tut das, was zumindest die meisten davon, glaube ich, am liebsten tun, nämlich einfach zusammen zocken. Mittlerweile haben sich da viele Spiele etabliert. Ich kann mich an hunderte Counter-Strike-Runden erinnern. Und man kommt einfach zusammen, man setzt sich hin und spielt zusammen. Und oft halt auch mit seinem eigenen Gekrempel. Man hat einen Computer, den man mitnehmen kann, viele Monitore, Stühle. Ja. Es ist Online-Zocken, aber offline. Und eigentlich auch unfassbar umständlich, weil jeder seinen eigenen Rechner mitbringen muss. Und dann es immer diesen einen Typen gibt, der irgendwie drei Monitore dabei hat und dann von allen anderen auf eine gescheuert bekommt, zu Recht. Es ist sehr wenig Platz, es ist sehr eng, es ist sehr warm, es stinkt, aber aus irgendeinem Grund macht es Spaß. Es ist wahr. Es gibt immer die eine Person, die zu wenig dabei hat und die eine Person, die zu viel dabei hat. Ja, und vor so circa 15 Jahren den einen Typen damit, ich habe ein Gaming-Notebook. Niemand konnte den leiden. Richtig. Wart ihr einer davon? Nein. Nein. Gut. Sympathisch. Ich gehöre zu den Leuten, die maximal wenig mitbringt und weiß, irgendjemand hat genug dabei. Und dann setze ich mich einfach mit rein und weiß, jemand hat einen Gamingstuhl mitgebracht und einen eigenen Schreibtisch und einen eigenen Stand-PC und 85 Kabel und noch diverse Peripherie, vielleicht noch irgendwie einen realistischen Flugsimulator-Stick oder eine VR-Kammer. Die haben alles dabei. Die Person war ich. Danke. Ja. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Du hast heute übrigens auch diverse Fotos mitgebracht, die wir, glaube ich, einspielen können. Das sind Fotos aus deiner exklusiven Privatsammlung von deinen vergangenen LAN-Partys. Ich habe gehört, dass wir das Einverständnis von allen zu sehenden Personen auf diesen Fotos haben. Ja, das Ich vertraue dir, dass das so ist. Ja, ich war tatsächlich immer der den ganzen Kram mitgeschleppt hat. Ich hatte jahrelang, auch in meiner, ich sag mal, jugendlicheren Zeit, eine Tasche zu Hause, so eine große blaue Tasche, wo alles, was man für eine LAN-Party braucht, drin war, in x-facher Ausführung. Mhm. Und die habe ich auch nie ausgepackt. Also die war immer ready to go. Was die Frage aufwirft, wie oft hast du früher LAN-Partys gemacht? Oh, häufig. Also es hat schon so mit, ich sag mal, 13, 14 angefangen, weil mein Vater war damals auf LAN-Partys, das fand ich cool. Und sowas wollte ich dann auch machen. Und dann hat es angefangen, immer so als mein Geburtstagsparty eine LAN-Party zu machen. Irgendwann so uns zwei im Jahr, dann fanden es meine Freunde auch cool, dann drei und vier, häufig. Ich bin sehr neidisch. Also ich hatte früher die größeren LAN-Partys mit so über 10 Leuten, hatten wir, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Und da war ich auch schon 15 oder so. Da bin ich mit meinem Bruder mit und davor, ich bin ein Dorfkind. Und dass da überhaupt irgendjemand anders zockt, war schon eine Ausnahme. Und dann haben wir uns halt vielleicht mal zu dritt in
im Wohnzimmer von irgendjemandem getroffen und tatsächlich habe ich ab und an mal eine Zwei-Mann-LAN hinbekommen, wobei wir die später irgendwie jedes Wochenende gemacht haben. die allerdings dann auch darauf hinaus liegt, dass wir entweder Sins of a Solar Empire gezockt haben oder WoW zusammen, was dann auch so ein bisschen den LAN-Gedanken wieder killt. Aber ich bin tatsächlich ein Spätblüher, was das angeht, aber trotzdem war schon immer fasziniert davon, wie cool das eigentlich ist. Ja. Mir fällt gerade ein, es fing sogar noch früher an. Das fällt jetzt nicht ganz unter LAN-Party, aber ich glaube, das war mein 9. oder 10. Geburtstag. Da hatten wir eine Wii, war das, glaube ich. Nee, noch früher. Es war PlayStation 2 mit iToy. Oh. Und das war mein Kindergeburtstag. Und mein Vater ist, wie gesagt, auch sehr technisch affin. Und wir hatten eine Leinwand im Wohnzimmer. Und dann mit einem Beamer auf die Leinwand. Und dann haben wir Zwerge da mit 9 oder 10 iToy gezockt den ganzen Tag. Ich glaube, da hat es angefangen. Mein Gott, iToy-Play war fantastisch. Ja. Wischiwaschi, bestes Spiel, nein, das bester Soundtrack. Die Ninjas wegklopst, war das ja, die, aber das mit den Ninjas, das war immer so furchtbar buggy. Da saß man dann immer nur, irgendwann ist man einfach nur richtig nah an die Kamera gegangen und hat so gemacht. Das hat halt funktioniert. Das waren die Pro-Strats, die man da rausgewischt hat. Ich dachte nur, ich habe die Taktik gefunden. Es tut mir leid, nein. Ich habe Wischiwaschi auch immer mit dem Kopf gespielt. Wischiwaschi war so ein Spiel, da musste man per Motion Control musste man ein Fenster wischen und ich bin immer einfach mit dem Kopf direkt vor die Kamera und habe so gemacht und es hat funktioniert. Naja. Ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht viele LAN-Partys, vor allem nicht so regelmäßig gehabt, aber wenn, dann waren sie dafür auch immer so 3-4 Tage am Stück. Es gab immer die eine Person, die abends immer nach Hause gefahren ist, um zu Hause zu duschen und dann als einzige erholt morgens dazu kam und gesagt hat, so, spielen wir weiter und alle waren völlig im Eimer. Duschen auf einer LAN ist ein riesiger Fehler, wenn man als einziger merkt, wie sehr es stinkt. Also es ist wie auf einem Festival, deshalb sollte man nicht tun. Es ist ein guter Punkt. Da sind wir auch schon bei Tipps für LAN-Partys. Was ist euer liebster, favorisierter LAN-Party-Snack? Wenn ich jetzt sage LAN-Kuchen, wird damit wahrscheinlich keiner was anfangen können, oder? Kein bisschen. Nein. Ich habe diesen Begriff auf meiner zweiten LAN kennengelernt von meinem jüngeren, älteren Bruder. LAN-Kuchen ist dieser extrem matschige, feuchte Kuchen, meist, also das Plastikpackung meistens aus dem Lidl mit 2 Zentimeter Zuckerguss obendrauf. Und der heißt deswegen LAN-Kuchen, weil er halt einfach mit der Hand zu schneiden ist. Das heißt, wenn du ihn immer neben dir stehen hast und am besten noch irgendwie ein Feuchttuch daneben mit dem Mausarm kurz da reingreifen, einmal so ein Ding in den Mund schieben, abwischen und zurück zum Zocken, habe ich seitdem auf jeder LAN dabei. Ich bin da klassischer, ich nehme die Pizza, glaube ich. Mhm. Dieses Pizza bestellen abends, irgendwie der arme Pizzabote kommt völlig überfordert mit 18 Familienpizzen an. Das gehört dazu, glaube ich. Ja, ich war auch lange Team Pizza und habe dann irgendwann festgestellt, wie unglaublich unterschätzt Dosensuppen auf LAN-Partys sind. Uns ist nämlich irgendwann mal auf einer LAN-Party die Pizza ausgegangen und wir sind dann alle zusammen losgezogen in den Supermarkt, um irgendwas zu holen und hatten plötzlich alle irrsinnige Lust auf so Linsensuppe in Dosen und waren so, Alter, jetzt so eine geile Linsensuppe. Und dann haben wir uns irgendwie kiloweise Linsensuppe und andere Dosensuppen gekauft und das ist seitdem unser Maskottchen-Essen auf LAN-Partys, Dosensuppen, kann ich sehr empfehlen. Also die LAN-Suppe und der LAN-Kuchen ist für die nächste LAN. Die LAN-Suppe. Was waren denn eure Spiele, die ihr meistens gespielt habt? Nach dir. Wir haben relativ klassisch mit Counter-Strike angefangen. Mhm. Und das wurde dann durch diverse Half-Life 2 Mods ersetzt. Wenn man Counter-Strike kennt, damals noch ein bisschen kleiner als heute. Es war eine Mod für Half-Life 2 damals. Und dann sind wir irgendwann auf The Hidden Source aufmerksam geworden. Das ist ein bisschen unbekannter. Das Spielprinzip ist eigentlich ganz simpel. Man spielt zusammen so einen Militärshooter, alle gegen einen. Man hat da seine P90, Granaten etc. Und der eine hat nur ein Messer und 3 Granaten, ist aber unsichtbar. Und das war eigentlich immer dann unser Go-To-LAN-Party-Spiel. Das hat super viel Spaß gemacht. Und strategiemäßig dann irgendwann Command & Conquer Generals. Mhm. Das waren so die zwei Hauptspiele bei mir. Bei mir waren es vor allem tatsächlich Strategiespiele. Wir haben sehr viel Age of Empires gezockt und Warcraft 3. Das waren so eigentlich die Spiele, die immer dabei waren. Und worauf ich auch erst auf LANs aufmerksam wurde und auch nur da, also ausschließlich da gespielt habe, war Blur. Das ist ein Rennspiel, das im Prinzip Mario Kart für Erwachsene darstellt. Du hast also wirklich dann Autos und aufgepimpte Karren wie Need for Speed und auch völlig abgedreht. Aber halt auch Power-Ups in so Kisten wie in Mario Kart mit irgendwelchen Blitzen und Speedboost und so einem Kram und ballerst dich halt ständig irgendwie von der Bahn und nervst die anderen und Autos werden zerstört und alles. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, hat erstaunlicherweise wenig Freundschaften zerstört,
Wahrscheinlich, weil es einfach nicht so nervig war wie Mario Kart und die Zerstörung einfach auch da war. Das heißt, du hast die Befriedigung gehabt, wenn du wirklich irgendwie die Motorhaube zerdeppert hast. Hat richtig Spaß gemacht, war irgendwann unser To-Go-Lan-Spiel und irgendwer hatte aus irgendeinem Grund auch immer Guitar Hero dabei oder Rockband und dann haben wir halt immer auch eine Leinwand gehabt und dann haben wir einfach ein bisschen Rockband gespielt, war auch immer sehr cool. Ja, Guitar Hero war super. Ja, ja. Ich habe auch teilweise alte Counter-Strikes auf LAN-Partys gespielt und ich muss sagen, da habe ich gepiekt. Ich bin nie wieder besser geworden als das, weil ich bin absurd schlecht in Multiplayer-Shootern eigentlich. Und aus irgendeinem Grund hat mich niemand verdächtigt. Ich glaube, alle wussten, dass ich keine Gefahr bin eigentlich in Multiplayer-Shootern. Und alles, was ich gemacht habe, war, mich irgendwo auf der Map richtig gut zu verstecken. Also das geht schon über Camping hinaus. Ich habe wirklich Versteckspielen gespielt eigentlich auf dieser Karte. Ich habe immer extrem gute Verstecke gefunden, habe da einfach gehockt und Leute im Vorbeigehen erschossen und habe dann tatsächlich eine Runde damit gewonnen. Und da habe ich gepiekt. Es ist nie wieder besser geworden als das. Die Taktik gibt es heute noch. Versuch's nochmal. Ich finde ja auch Versteckenspielen auf so einer Counter-Strike-Map finde ich... Gab es da nicht dann auch dieses Prop-Hunt? Das haben wir jetzt nie auf LAN-Partys gespielt, aber da konnte man sich so als Gegenstand verstecken und die anderen mussten einen finden. Das war auch cool. Gibt's doch auch, ist doch ein Widget, ist doch jetzt auch... Ja, genau. Das war auch sicherlich cool. Oder halt einfach Real-Life-Verstecken spielen. Das wäre cool. Auf der nächsten LAN-Party Real-Life verstecken, aber überall sind die Lichter aus. Du hast nur die LEDs von den LEDs. Ich bin im Ofen. Es gibt ja dieses fantastische Versteckspiel, das könnte ich vielleicht empfehlen für eine LAN, wenn irgendwann mal doch das Internet weg ist oder einem die Spiele ausgehen. Dieses Versteckspiel, was man mit richtig vielen Leuten spielt, wo wann immer einer gefunden wird, sich die anderen mit da verstecken müssen und irgendwann hocken 10 Leute im gleichen Versteck und nur noch einer ist übrig und hat keine Ahnung, wo alle sind. Das kann ich empfehlen. Du sprichst aber einen guten Punkt an, weil wir hatten dieses Jahr tatsächlich die erste LAN-Party, auf der wir auch Internet hatten. Mhm. Das ist nämlich so ein Ding, weil eigentlich hat man ja nur die Rechner zusammengesteckt und hat dann miteinander abgeschirmt von allen gespielt. Mhm. Aber tatsächlich seit 2 Jahren auch mit Internet anschlossen. Das ist ein großer Fehler tatsächlich, das hatten wir auch mal irgendwann. Und weil immer irgendjemand Steam auf Auto-Update hat, ist halt bei allen einfach die Leitung tot. Weil ja Steam aus irgendeinem Grund alles, was an Download da ist, für sich beansprucht immer. Und das ist halt, wenn sich 20 Leute da versuchen, irgendwie was zu teilen, ja. Weil sie halt, keine Ahnung, gerade irgendeinen Patch brauchen und irgendwer lädt über Steam, ist halt direkt erstmal das Geschrei groß. Also du musst die richtigen Leute einladen. Ja, meistens war ich die Person, die Steam anhatte. Was wir auch immer enorm gern gespielt haben auf LAN-Partys, war dann Minecraft. Das hat sich dann irgendwann durchgesetzt als unser Go-To-LAN-Party-Spiel. Das haben wir allerdings auch einfach über Internet gespielt. Es war im Grunde eine Fake-LAN-Party. Und das ist fantastisch, wenn man das mit den gleichen Leuten im gleichen Raum spielt, mit denen man auch gerade baut, weil das sich gegenseitige Anschreien und begeistert schreien, wenn man irgendwie ein cooles Knochengebäude findet oder sowas jemand gebaut hat. Ja, ich war diejenige, die das Knochengebäude gebaut hat. Und Grüße gehen raus an den Menschen, der dieses Knochengebäude zerstört hat eine Woche nach der LAN-Party, weil er da irgendwas anderes bauen wollte. Ich habe so lange für diese Knochenfragmente gefarmt, ich kann es nicht sagen. Das gegenseitige Anschreien findet man einen ziemlich guten Punkt, an dem man sieht, dass Gamer auch schon offline einfach sehr laut werden konnten. Ja. Komplett. Allein was man sich in Counter-Strike 1.6 angeschrien hat, wenn man sich auch gerade Aufnahmen irgendwie aus alten LANs anguckt, wo halt irgendwie wirklich geschrien wurde, wenn irgendwer einen Frag abbekommen hat. Das war schon echt. War wirklich das Coolste, was ich eben erzählt habe, das Hidden Source. Weil sich die Leute, du warst nicht nur sauer, du hast dich auch erschreckt des Todes. Weil Hidden konnte ja dann auch an Wänden laufen und an der Decke, wenn du den wirklich drauf hattest, das war schwierig. Und dann hast du dich da probiert, so als Schildkröte entlang zu manövrieren, so Rücken an Rücken. Und plötzlich geht der Typ in der Mitte drauf. Und alles. Das war genial. Das hatten wir. Wir hatten mal Team Fortress Turf der LAN gespielt. Und ich war der Einzige, der sich getraut hat, Spy zu spielen. Und das gesamte Gegnerteam kam nicht drauf klar. Und immer hast du dann irgendwie einen Schreiner so, oh, schon wieder, so ein Scheiß. Und irgendwann habe ich dann meinen Bruder schreien hören, weil ich mich als er getarnt habe und von hinten ankam. Und er sieht mich so, Spy, hinter uns! Durch den ganzen Raum scheint ich sehe, wie sich alle umdrehen im Team so. Tja.
Was würdet ihr dann sagen, ist der Appeal von LAN-Partys, wenn man heutzutage eigentlich eh alles auch online im Multiplayer spielen kann und sich auch beim Schreien hören kann? Was ist der Appeal, im gleichen Raum zu sitzen und gemeinsam nicht zu duschen? Leute anfassen. Du kommst nie zu meiner LAN-Party. Bitte? Bei Leuten sein. Ich meine, das ist auch was, weswegen ich halt Pen and Papers lieber am Tisch spiele als ich spiele sie gerne am Tisch, aber allein. Natürlich hier nicht. Ich habe drei Charakterbögen vor mir. Ich spiele halt einfach gerne so, dass ich Leute halt sehen kann, einfach weil es schön ist, auch mal einfach sagen zu können, hey, lass mal eine Pause machen und irgendwie kurz ein Bierchen trinken gehen, Fenster aufmachen und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen rausgehen, sonst irgendwas. Es ist halt einfach ein Zusammensein, ne? Dass man ja sonst irgendwie Gamern oft abspricht, dass sie irgendwie doch gerne in dem Keller rumhocken, alleine und abgeschirmt im Dunkeln. Bis auf alleine stimmt zwar der Rest bei LAN-Partys auch, ja. Aber ja, man ist halt eben einfach unter Menschen und als soziales Wesen ist es halt einfach sehr schön, auch sein Hobby mit anderen teilen zu können. Ja, und du teilen, ist ein gutes Stichwort, du teilst es auf eine ganz andere Art und Weise miteinander, weil du hast eben diesen Typ, der gerade dasselbe macht wie du, aber neben dir sitzt oder einen Raum drüber sitzt. Und das ist was wir auch in unserem Freundeskreis super vermisst haben. Weil ich habe eben erzählt, ich habe früher sehr viele LAN-Partys gemacht und klar, dann kam Online-Gaming und das verläuft sich irgendwie. Und dann kam Lost Ark raus und wir hatten die Idee, Lost LAN, das passt, wir machen das, wir setzen uns alle nochmal zusammen und zocken dieses neue, coole Spiel, auf das wir uns freuen. Und das war einfach ein Hammer-Feeling. Wir hatten so einen Countdown oben auf einem Fernseher laufen, wann dann endlich der Release kommt. Natürlich kam es später, weil Steam-Server sind. Ja. Aber das war ein hammergeiles Gefühl. Und eben zusammen dieses Spiel dann zu erleben und man ist die ganze Zeit von seinem Platz aufgestanden, rumgerannt, so, hey, wie sieht das bei dir aus? Wie hast du das gemacht? Das Gefühl ist einfach ein anderes, als online zusammen zu zocken. Wir haben uns sogar damals beim Release von Diablo 3 getroffen, um zusammen zu spielen. Wie war das so? Also Fehler 37 halt, ne? irgendwann hat es einer geschafft, sich einzuloggen und war dann irgendwie 13 Level ahead von uns. Und dann ist er rausgeflogen und wir konnten aufholen. Hätte besser laufen können, war aber auch jetzt nicht schlecht, ne? Also vor allem mit viel irgendwie nebenher noch am Machen und Kochen dazu noch. Und wenn du da nicht reinkommst, kannst du auch noch irgendwie neben die Pasta fertig machen. Hat was. Ja. Meine Theorie ist auch, dass man wirklich nur einen Bruchteil der Zeit auf einer LAN-Party mit Spielen verbringt, oder? Ja. Also die meiste Zeit verbringt man mit Aufbauen, mit Installieren, mit Kochen, mit Pause machen und mit Schlafen. Bei Schlafen kann ich nicht unbedingt zustimmen. Ich habe, glaube ich, nie so selten geschlafen wie auf LANs. Und vor allem auch nicht so schlecht auch. Es ist irgendwie ins Bett gehen morgens um 6 und um 8 halt weitermachen, weil du kannst eh nicht pennen, irgendwer schnarcht neben dir aus der Hölle oder draußen schreit, wer weil er abgeknallt wurde. Mhm. Viel schlafen war zumindest bei mir nie wirklich möglich. Ich falle da so ein bisschen raus, weil ich bin ein sehr fauler Mensch und ich schlafe gerne. Deswegen 99% der LAN-Partys, auf denen ich war, habe ich veranstaltet. Das heißt, ich hatte mein eigenes Bett, ich hatte meine Dusche und ich musste meinen Kram nicht ab- und aufbauen. Deswegen, ich habe immer sehr gut und viel geschlafen, aber bei den anderen weiß ich tatsächlich nicht, wie das war. Das ist richtig smart. Normalerweise will man ja nicht der Mensch sein, der organisiert für Partys und so, weil man hinterher aufräumen muss, aber man hat sein eigenes Bett. Ja, das ist super. Das ist klasse. Ich organisiere nur noch selbst. Smart. Ich komme vielleicht mal vorbei. Du bist eingeladen. Ich bringe nichts mit, ich sag's dir jetzt schon. Wir haben alles da. Mittlerweile sogar einen Ersatzrechner, weil selbst der wurde schon vergessen auf einer LAN-Party. Ja. Cool. Aber wenn du es mit Lost Ark jetzt nochmal erlebt hast, dann kennst du es ja aus erster Hand wahrscheinlich, wie sich LAN-Partys auch verändert haben. Also abgesehen davon, dass man sie jetzt teilweise wirklich mit Internet spielt, was würdest du sagen, sind die größten Veränderungen? Dass du dieses große Aufbauen dauert ewig, das fiel irgendwie weg durch Internet und wahrscheinlich auch dadurch, dass wir eben ein Online-Spiel zusammen gespielt haben. Das heißt, man hat nicht mehr dieses ganze, oh, ich kann den im Netzwerk nicht finden und der hat die Freigabe nicht an und ich komme an den Ordner nicht drauf. Das fällt weg. Es wird einfacher, es geht aber auch ein bisschen Charme verloren. Also man wünscht sich manchmal schon auch fast schade, dass das jetzt klappt. So, bei der ersten Lost LAN hatten wir noch das Gefühl zurückgeholt durch die Warteschlangen und Steam hat ja rumgesponnen und da war wieder so ein, oh, jetzt klappt's nicht und jetzt warten wir, machen was anderes. Jetzt bei der zweiten Lost LAN ist wirklich, die Leute kommen, aufbauen dauert, keine Ahnung, 10 Minuten und dann kannst du einfach spielen. So, niemand muss sich mehr um irgendwas kümmern. Ich glaube, das ist das, was sich am meisten verändert hat. Es hat ja auch früher irgendwie so einen anderen Appeal noch und nicht, weil ja nicht nur die zocken, sondern ich habe gehört, dass Leute das auch genutzt haben, um Daten auszutauschen.
Hast du das gehört von Freunden? Ja, ja, also nicht von meinen Freunden. Nein, von Freunden von Freunden, ja, also denen halt du nichts zu tun von Leuten, hast, die mir das erzählt haben. Ja, mhm. Denen du auch nicht in Verbindung gebracht werden nein, willst. Nein, nein, nein. Und wurden halt auch einfach, ja, zum Teil auch Schmuddelfilmchen und so ein Kram natürlich hinterhergeschoben worden sind und alles Mögliche halt. Ne, was haben man wir halt, gehört? Ja, ja, klar. Also ich meine, ne, können wir nicht bestätigen. Heute ist eh Internet da, deswegen braucht das auch keiner mehr. ja. Aber sowas waren halt Dinge, die man früher auch so leicht nicht tauschen konnte. Ne? Entweder hat man es auf CD gebrannt, was dann wieder ein Rolling gekostet hat, oder man ist eben zu laden und hat es über den Twit gemacht. Ja. Und tatsächlich auch die Spiele selber. Ja. Ich bin nie von der LAN-Party gekommen oder die anderen Leute sind gegangen, ohne dass ich ein paar mehr Spiele hatte. Habe ich gehört. Was sind denn eure ultimativen Tipps für Leute, die noch nie eine LAN-Party gemacht haben und jetzt mega im Fieber sind und sagen, wir müssen das mal ausprobieren? Ein LAN-Kabel kann man nicht direkt in zwei Rechner stecken. Das ist ein guter und hilfreicher Hinweis. Dankeschön. Ja, Switches. Switches sind, glaube ich, das, was am meisten vergessen wird. Man braucht einen Switch, die kosten auch nicht viel, aber das Signal muss verteilt werden. LAN-Partys, sage ich schon, Kabel können unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Und darauf sollte man tatsächlich auch achten. Wenn es Gigabit- und Mbit-Kabel sind, kann die Verbindung gerne mal zusammenbrechen. Das erklärt einiges. Ja. Nee, ansonsten vielleicht nicht den allerschwersten PC haben. Oder sich eben, ich hatte eben schon mal meine LAN-Party-Tasche angesprochen. Wenn man das öfter macht, empfiehlt es sich halt wirklich, so ein Set dabei zu haben, wo man nicht viel Stress mit hat. Mhm. Also das Nervigste ist, glaube ich, immer seinen ganzen Kram abzubauen, wieder aufzubauen. Irgendwas fehlt, irgendwas geht nicht. Da wirklich sowas bereithalten, wenn man das öfter machen will, was man sich einfach unter den Arm nimmt und los geht's. Damit auch einhergehend, nimm nur einen Monitor mit. Das ist zum einen einfacher und zum anderen nervst nicht alle anderen. Ja. Wenn du zu Hause rumsitzt und nichts aufbauen musst, kann es dir auch egal sein. Aber dann drück wenigstens einen ab, wenn einer seinen vergessen hat. Ja, sei mobil, ist, glaube ich, ein guter ja, Tipp. Ja. Ja. Und denkt nicht, dass ihr der Einzige seid, der nichts mitgebracht habt. Weil wenn eine LAN-Party nur aus Leuten wie mir bestehen würde, hätte niemand was dabei. Und dann könnte man doch nur Verstecken spielen. Wir haben tatsächlich sehr oft, also wir hatten eh immer ein Feuerwehrhaus gemietet, weil einer von uns halt irgendwie Feuerwehrhauptmann war. Und direkt in der Nähe von einem kleinen Einkaufszentrumladen mit drei verschiedenen Läden. Sehr praktisch, weil der bis 22 Uhr offen haben, konnte immer, ich brauche noch LAN-Kuchen. Ja, und gebt eurem LAN-Party-Host zumindest mal einen Zehner mit, auch wenn er nichts will. Ihr verbraucht da ja echt viel Strom und ja, Stress. Und true. Wasser nicht unbedingt, wir hatten es ja gerade, aber. Ja, gut, wird eh nicht. Ist eine nette Geste. Ja, und Sitzgelegenheiten. Sitzgelegenheiten ist das größte Drama, meiner Erfahrung nach, auf LAN-Partys. Weil es immer irgendjemanden gibt, der entweder auf einem richtig kaputten Kinderschreibtischstuhl sitzen muss, der noch übrig geblieben ist und irgendwo noch im Keller stand oder so. Oder auf dem Boden. Oder auf der Couch. Und das ist furchtbar. Man sollte meinen, die Couch ist ein guter Spot, um zu sitzen. Nein. Nach einer Stunde ist es der schlimmste Spot. Sitzt nicht auf der Couch auf LAN-Partys. Ja, wir haben gelernt, früher haben wir immer so Bierbänke wenigstens besorgt, aber das ist noch schlimmer. Wenn du da drei Tage drauf sitzen musst, kannst du dich vergraben. Ja, an die Wand gelehnt, das geht, glaube ich, ganz gut. Ja, wir hatten keine freie Wand. Das ist schlecht. Die standen im Raum. Und, nee, ja, sitzen. Sitzen ist gut. Oder an die Decke tapen. Logisch. Ja. Und welche Spiele könnt ihr noch empfehlen, abseits von denen, die ihr schon genannt habt? Das ist ziemlich schwer, weil die allermeisten modernen Spiele keine LAN-Option mehr haben. Leider. Alte Spiele bieten sich da tatsächlich an, wenn die noch irgendjemand herkriegt. Wenn ihr genug Leute habt, wir hatten das nie, unsere LAN-Partys waren meistens so 6 bis 8 bis maximal 10 Leute. Was richtig Laune macht, ist Day of Defeat, hat auch als Half-Life-Mod angefangen mit vielen Leuten. Es ist im Prinzip Capture the Flag im, ich glaube, Ersten Weltkrieg. Mit einem vergleichsweise für damalige Verhältnisse realistischen Waffenhandling. Und das hat Spaß gemacht, wenn man viele Leute hatte. Die anderen haben wir jetzt eigentlich schon alle durch. Age of Empires vielleicht. Ansonsten die, ich habe super gerne Fighting Games gezockt, einfach so Beat'em-ups, die natürlich auch lokal gehen einfach, aber wenn halt irgendwer so ein paar hat, kann man immer schön gegeneinander zocken oder auch ein kleines Turnier veranstalten, wenn es 3 Rechner sind oder so, kann man halt ein paar Teams haben und dann irgendwie so gegeneinander. Das hat auch immer sehr Spaß gemacht tatsächlich. Mhm. Ja, und wenn man keine Lust hat, gegeneinander zu spielen oder zwischendurch mal eine Pause davon braucht, weil man sich nur noch am Anschreien ist, wie gesagt, kann ich immer total Spiele empfehlen,
die, bei denen man irgendwie ein Projekt gemeinsam hat. Also Minecraft ist halt super dafür, aber generell auch Survival-Spiele, in denen man zusammen was baut. Also Survival-Spiele sind, glaube ich, mega für eine LAN-Party, weil wenn man einfach irgendwie 3 Tage am Stück hat, wo man sich ein großes Projekt vornehmen kann und sagen kann, das bauen wir in den 3 Tagen, wir bauen uns irgendwie eine fette Festung oder so, oder wir bauen die Insel aus Lost nach oder sowas, erlebnisfrei erfunden, dann, dann kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Oder eben tatsächlich, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, MMORPGs, wenn man was zusammen machen will. Wir haben da uns einen Boss vorgeknöpft mit 2 Leuten, die den noch nie gemacht haben, der relativ schwierig ist. Wir haben uns fast 10 Stunden an dem Boss die Zähne ausgebissen, aber es hat richtig Spaß gemacht und man arbeitet zusammen auf ein Ziel hin. Ja. Was ich auch noch sehr empfehlen kann tatsächlich ist Sins of a Solar Empire. Allerdings einfach nur dann, wenn ihr vorhabt, die Runde nicht in 3 Tagen zu beenden, weil das nicht funktionieren wird. Aber das ist ein perfektes Spiel, wenn man auch nebenher kochen gehen will, weil in der Zeit nichts passiert. Mhm. Also man hat sehr viel Zeit nebenher. Kann Civilization. Ja, kannst auch nebenher noch Turniere spielen in beiden Games. Ja. Generell 3 Spieler gleichzeitig spielen. Ja, ja. Klappt, klappt besser, als man glauben mag. Ja. Ja, das stimmt. Gut, ihr Lieben, das war ein wunderschöner Talk. Ich hoffe, wir haben euch da draußen Lust gemacht auf eure nächste oder auf eure erste LAN-Party oder auf eure 100.